Transformers 4 mussten wir uns mit einer kompletten Neubesetzung anfreunden. Und dies wird sich jetzt wiederholen, denn bei Transformers 5 soll es auch wieder eine komplette Neubesetzung geben. Das heißt, Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz, Jack Reno und auch alle anderen Darsteller des vierten Teils werden nicht wieder zurück bei Transformers 5 auf die Kinoleinwand kehren. Doch diesmal ist eine Sache neu. Selbst Regisseur Michael Bay wird nicht mehr offiziell Regie führen. Er hat zwar den fünften Teil schon ein paar Einlagen und Grundlagen geschaffen, also er wird immerhin den Film inszenieren, aber ansonsten ist er durch mit dem Transformers-Franchise. Und ja, ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. Ich meine, nochmal eine komplette Neubesetzung. Ich strebe jetzt lieber an, mal einen Film zu machen, wo die Menschen in den Hintergrund geraten. Ich meine, wir haben ja jetzt Optimus, der zu den Creators oder Schöpfer fliegt. Und der Film soll wahrscheinlich Rise of Unicron heißen, das ist noch nicht sicher, aber auf jeden Fall wird es auch um Unicron gehen. Auf der Erde haben wir dann Bumblebee, der jetzt der neue Anführer der Autobots ist und der sich dann mit Galvatron, Chunky und Tuohy die Jogwave seinen ihren Rachepläne herumschlagen muss. Und da haben wir eigentlich schon eine flache Story, die eigentlich reicht, dann wieder schönes Action-Kino und was will man mehr. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was John Murray, der wahrscheinlich der Regisseur vom fünften Teil wird, aus diesem Franchise weiterhin macht. Der soll ja wahrscheinlich Transformers 5 und 6 dann machen. Und die jetzige Weise von Michael Bay hat ja vielen nicht gepasst. Mir auf jeden Fall schon. Wir haben es ja gesehen, Transformers 4 über 1 Milliarde eingespielt. 1 Milliarde und 100 Millionen. Das ist natürlich ein hervorragendes Ergebnis. Jetzt würde mich eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Was sagt ihr dazu, dass es wieder eine komplette Neubesetzung gibt und dass Gerüchten zufolge vielleicht Megan Fox und vielleicht sogar Shia LaBeouf wieder zurück auf die Leinwand bei Transformers 5 kehren? Ich weiß noch nicht genau, ob das stimmt. Wenn ja, wäre es auf jeden Fall interessant, wie die das geschichtlich erzählen. Auf jeden Fall bin ich durch mit diesem kurzen Video. Es geht ja jetzt um Transformers 5. Und das erste Poster gibt es schon. Ist natürlich eher fanmade, aber trotzdem wächst dann schon so das Gefühl und die Vorfreude auf 2016. Da soll ja der fünfte Teil kommen. Ich bin aber noch nicht so ganz überzeugt, weil in 2 Jahren eine solche Großproduktion zu erschaffen, man weiß noch nicht mal, wer mitspielt. Es könnte auch 2017 sein. Also ich würde mich mal lieber auf 2017 einstellen, weil ich kann kaum glauben, dass sie in 2 Jahren das hinbekommen. Das müsste ja heißen, dass sie nächstes Jahr schon mit dem Drehen anfangen. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht, dass der Film 2016 in die Kinos kommt. Wie dem auch sei, ich bin fertig mit diesem kurzen Film-News-Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten könnt ihr mich noch abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten könnt ihr auch noch bei meinem zweiten Kanal CF-Unboxings vorbeischauen. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Haut rein und bis demnächst.